Was geht ab, Freunde? Es ist absolut krank, was gestern veröffentlicht wurde von Fortnite. Es wurde eine Info rausgehauen, was für ein Event es sein wird. Und zwar gibt es ja gerade in der Lobby und in der Mitte auf der Map, also auf diesem Party-UFO, auf diesem blauen Party-UFO, gibt es ja auch einen Countdown, der genau am 7. August um 0 Uhr, 0 Uhr endet. Und das ist die Nacht von Freitag auf den Samstag, nächste Woche natürlich. Und jetzt weiß man, worum es sich im Event drehen wird. Und zwar ist es ein Konzert. Aber ein Konzert, der sehr wahrscheinlich storybezogen wird. Fortnite hat jetzt gestern einen Blog veröffentlicht, wo sie über die neue Rift Tour reden. Gestern auch um 16 Uhr wurden drei neue Aufträge veröffentlicht, wo man sich drei neue kostenlose Belohnungen freischalten kann. Und dann kam die Info raus, dass vom 7. bis zum 9. August, also 2 Tage lang, Konzerte stattfinden werden an 5 unterschiedlichen Uhrzeiten. Und Fortnite beschreibt es so, dass wir als Fortnite-Charaktere mit einem Superstar, der bisher unbekannt ist, viele gehen von Ariana Grande aus, was sehr wahrscheinlich sein wird, in neue und magische Realitäten reisen werden. Und das ist eben diese Rift Tour. Also wir werden durch Portale sehr wahrscheinlich in andere magische Realitäten reisen, zusammen mit diesem Superstar, also sehr wahrscheinlich mit Ariana Grande. Und wir werden währenddessen ein Konzert von ihr bekommen, von ihren meistgelikedesten oder von ihren beliebtesten Songs, so wie es damals mit Travis Scott war. Und dieses Event wiederholt sich vom 7. bis zum 9. August. Es gibt 5 unterschiedliche Zeiten und diese zeige ich euch einmal. Gestern um 16 Uhr wurde auch ein neuer Tab aktiviert, und zwar der Rift Tour Tab. Wenn ihr auf diesen Tab geht, werdet ihr halt die Aufträge sehen, die gestern aktiviert wurden. Die habe ich ja schon am Anfang des Videos erwähnt. Ihr könnt dann sehen, in welchem Event eure Freunde dabei sein werden, also an welcher Uhrzeit oder wann genau. Das wird auch angezeigt und auch vor allem diese Rift Tour. Also Freunde, es ist soweit, die Rift Tour beginnt vom 7. bis zum 9. August. 5 verschiedene Uhrzeiten, einmal am 7. August um 0 Uhr. Der zweite Termin ist der 7. August um 20 Uhr. Der dritte Termin ist am 8. August um 6 Uhr. Der vierte Termin ist am 8. August um 16 Uhr. Und der letzte und fünfte Termin ist der 9. August um 0 Uhr. Das ist die Nacht vom Samstag auf den Sonntag. Und das sind alle 5 unterschiedlichen Uhrzeiten. Man weiß aber nicht, ob das die gleichen Events sein werden, die sich einfach nur wiederholen, damit die Leute, die zum Beispiel das erste Konzert um 0 Uhr am 7. August verpasst haben, das vielleicht um 20 Uhr am selben Tag erleben können, so wie es damals mit Travis Scott war. Sein Event wurde ja über 5 Tage hinweg an unterschiedlichen Uhrzeiten abgespielt, damit die Leute entweder das wieder erleben können, also das wieder anschauen, oder halt neu anschauen, falls sie den ersten Termin verpasst haben. Also vom 7. bis zum 9. August bekommen wir eine musikalische Reise und reisen mit einem bisher unbekannten Superstar, sehr wahrscheinlich Ariana Grande, in neue und magische Realitäten. Und dieses Event nennt sich Rift Tour, was im Laufe von den 2 Tagen vom 7. bis zum 9. August an 5 verschiedenen Uhrzeiten stattfinden wird. So. Und dieser Countdown, der halt in der Lobby ist und auf der Map natürlich in der Mitte, ist halt für diese Rift Tour. Es wird also sehr wahrscheinlich kein Story-Event sein, sondern eher ein Konzert mit bisschen Story-Info. Also es heißt Rift Tour, da sind auch Risse dabei. Auch der Hintergrund von diesem neuen Rift Tour-Tab zeigt eben das an. Und außerdem, wenn ihr beim Rift Tour-Tab das Datum euch vormerkt, also zum Beispiel sagt, dass ihr am 7. August um 0 Uhr da sein werdet, wird direkt in der Freundesliste das euren Freunden angezeigt. Und ihr könnt auch eure Freunde anschauen oder eure Freundesliste anschauen, um zu gucken, an welcher oder wann diese Freunde halt dieses Event oder dieses Konzert anschauen. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Und Fortnite sagt hier auch, dass sie am 2. August weitere Informationen bekannt geben werden. So, das war's mit der Rift Tour. Also das ist das Event, was angekündigt wurde. Und das ist das Event, was der Countdown in der Lobby und auf der Map in der Mitte zeigt oder meint. Aber dann gibt es noch ein kleines Mini-Event, sehr wahrscheinlich nach diesem Konzert, weil wenn die es jetzt noch im Laufe oder bis zu diesem Konzert es noch machen werden, wird es sehr knapp, weil es noch unterschiedliche Phasen dazu gibt. Aber es wird ein Mini-Event geben, also kein Event, was auf einmal passieren wird, sondern es werden 3 Orte zerstört. Und zwar einmal Coral Castle, Slurpee Swamp und Corny Complex. Mit dem letzten Update gibt es eine Menge Dateien und eine Menge Leaks, wie diese Orte am Ende aussehen, wenn das Mutterschiff diese Orte hochhebt und zerstört. Also dasselbe, was mit dem Spire am Anfang der Season passiert ist, wird mit diesen 3 Orten geschehen.
Und wenn das passiert, also wenn das Mutterschiff zum Beispiel ein Ort hochhebt, wird es eine Animation geben, wie sich die mittlere Tür oder die Hauptkapsel öffnet und ein Strahl nach unten abgefeuert wird. Wenn man diesen Strahl betritt, gibt es Low Gravity oder man ist einfach schwerelos. Man wird schweben, man wird langsam sein. Wie schon oft gesagt, wird es so ähnlich sein wie in Holly Hatchery oder wie die Risszonen damals in Season X. Und ich kann euch mal einblenden, wie ungefähr es aussieht, wenn dieser Strahl abgefeuert wird. Es ist nicht die finale Form, das finale Aussehen. Mit dem nächsten Update nächste Woche, Dienstag oder Mittwoch, werden wir das dann sehen. Da gebe ich auch euch Bescheid. Und ich blende euch das Video einmal ein, wie die neuen Effekte aussehen von dieser Haupttür oder von der Hauptkapsel vom Mutterschiff, wenn es geöffnet wird. So, das mal dazu. Dann gibt es Leaks dazu, wie diese Orte aussehen. Ich habe ein Video gemacht zu den unterschiedlichen Phasen, denn das Mutterschiff wird zuerst zu Coral Castle fliegen, diesen Ort entführen bzw. zerstören und danach zu Slurpee Swamp fliegen, das gleiche bei Slurpee Swamp machen, danach zu Corny Complex fliegen und diesen Ort zerstören. Also sechs unterschiedliche Phasen vom Mutterschiff und das war's mit dem Mutterschiff. Dann gibt es natürlich noch Zerstörungsphasen bei den jeweiligen Orten und jeder Ort hat drei unterschiedliche Zerstörungsphasen, wo es bisschen mehr Änderungen pro Stufe gibt oder bisschen mehr Zerstörung, wo ein bisschen mehr Brocken hochfliegen, denn ja, wenn das Mutterschiff diesen Strahl abfeuert und den Ort hochhebt, wird dieser Ort schweben und es wird eine Menge Brocken geben, eine Menge fliegende Teile, so wie die fliegende Insel damals in Season genau 6. Und ja, also drei Stufen pro Ort und ich habe mal nähere Bilder eingeblendet, den Boden zum Beispiel von Slurpee Swamp, wie es aussieht, wie die fliegenden Brocken aussehen von Coral Castle, von Corny Complex und so weiter. Und ich finde es sehr interessant, dass Corny Complex tatsächlich zerstört wird, weil es ja aktuell die Hauptbasis vom IO ist und es ja auch eine große Untergrundbasis gibt, die tatsächlich auch noch zerstört wird. Und das Mutterschiff wird auch sehr wahrscheinlich noch über Tage hinweg bei einem Ort bleiben, bis es dann schließlich weitergeht zu dem nächsten Ort. Und das wird halt über Tage hinweg passieren, also über Wochen hinweg, über Tage hinweg. Vielleicht wird es pro Ort halt 3 Tage dauern oder mindestens 2 Tage oder mindestens ein Tag. Und dann wird es so weitergehen, bis dann das Mutterschiff den letzten Ort zerstört hat und entführt. Was danach passiert, weiß ich nicht, aber ich denke mal sehr wahrscheinlich, das wird der Aufbau sein zu dem Live-Event, das uns die nächste Season gibt. Also wir haben ja jedes Mal am Ende, was heißt jedes Mal? Wir haben ja manchmal oder meistens am Ende einer Season ein Story-Live-Event, wo wir dann später einen Trailer bekommen, der uns dann die nächste Season zeigt und die Story-Informationen, die dazugekommen sind, warum das Live-Event so interessant ist oder so relevant. Aber abgesehen von diesen Texturen und Bildern oder von dem Video, was ich euch gerade eingeblendet habe, gibt es noch ein paar bessere visualisierte Bilder von den drei Orten. Zuerst haben wir 4 Bilder von Corny Complex, von den fliegenden Brocken, danach 4 Bilder von Coral Castle und den natürlich Gebäuden und so. Und dann noch 4 Bilder zu Slurpee Swamp. Und persönlich, wie gesagt, ich habe schon oft erwähnt, denke ich mal, dass das Event oder diese Map-Änderung mit den drei Orten erst nach dem Rift Tour Event passieren wird oder nach den Konzerten vom 7. und 9. August. Denke ich mal, wird es nach dem 9. August passieren, dass über die Tage hinweg oder über die Woche hinweg das Mutterschiff Ort für Ort zerstören wird, bis es fertig ist. Aber zuerst bekommen wir die Rift Tour mit sehr wahrscheinlich Ariana Grande oder einem Superstar und reisen in neue magische Realitäten. Danach wird das Mutterschiff 3 Orte zerstören und entführen und dann müssen wir mal schauen, was in Season 8 passiert, ob wir ein zweites Event bekommen werden, abgesehen von dem Konzert nächste Woche vom 7. und 9. August. Weiß ich nicht, kann ich nicht bestätigen, aber wenn das passieren sollte, wird es so ähnlich sein wie in Season 2 von Kapitel 2. Da haben wir das riesengroße Travis Scott Event bekommen und danach das Gerät. Also ein Konzert und einmal ein Story Event würde ich mega krass feiern, aber derzeit ist nur bekannt, dass nächste Woche vom 7. bis zum 9. August ein Konzert von einem Superstar stattfindet, die sogenannte Rift Tour, und danach das Mutterschiff diese 3 Orte zerstört. Außerdem wurden 3 Poster jetzt endlich aktiviert, ich habe die ja schon vorher erwähnt. Einmal Regenbogen, Hammer und Piggy. Und es gibt noch einen Testposter, der aber noch nicht in-game ist. Das ist einfach nur so ein Test von Fortnite für die Poster. Und ja, man kann auch zu diesen Postern hingehen, um mit denen zu interagieren. Und diese Poster sind einfach nur für diese Rift Tour nächste Woche. Ich bin sehr gespannt. Ich werde auch ein Video hochladen und einmal ein Video hochladen ohne meine Reaktion, damit ihr das Event einfach so anschauen könnt, ohne, wie gesagt, meine Stimme und meine Reaktion.
Aber all das hört sich sehr vielversprechend an. Einerseits bekommen wir die Rift Tour mit einem Superstar und einerseits bekommen wir eine Menge Map-Änderungen vom Mutterschiff. Finde ich sehr nice, finde ich sehr nice, finde ich sehr nice, kann ich nur oft erwähnen. Ah, und zu guter Letzt, Freunde, ein Mitglied vom Suicide Squad, und zwar Bloodsport oder Bloodsport nennt es wie ihr wollt, kommt nach Fortnite mit seinem eigenen Set am 3. oder 4. August müsste der reinkommen mit seinem eigenen Set, aber nächste Woche mit dem Update werden wir natürlich ihn in den Dateien haben. Da sprechen wir also im nächsten Skin Leaks Video ein bisschen mehr genauer darüber. Und zwei Sachen noch, Freunde, es wurde ein neuer gratis Rift Tour Hängegleiter oder Regenschirm geleakt. Man weiß nicht, wie man den freischalten soll. Ich denke mal, man wird den erhalten, wenn man bei der Rift Tour dabei ist oder bei dem Event nächste Woche. Also bei eines der Events. Es gibt ja fünf unterschiedliche Uhrzeiten. Und dann wurde der Bushranger Grab aktiviert. Ich habe ja am Montag darüber gesprochen, dass es ein Grab gibt für jemanden. Und Bushranger, irgendwas ist mit seinem Alien-Baby letzte Woche schiefgelaufen. Er wollte ja den Frieden verbreiten, indem er sich um ein paar Alien-Eier kümmert. Aber er wurde, denke ich mal, von diesen Alien-Parasiten angegriffen, infiziert und ist daraufhin gestorben. Und der NPC ist doch deshalb deaktiviert. Also er ist tot. Sein Grab findet man in der Nähe von Risky Reels, da wo sein Spawnpunkt war. Und falls ihr mit Bushranger noch nie gesprochen habt, habt ihr auch ab jetzt nicht mehr die Möglichkeit, diesen NPC in eurer Sammlung zu vervollständigen oder zu haben. Finde ich sehr komisch, finde ich sehr traurig, vor allem, dass Bushranger jetzt tot ist anscheinend. Den Grund hoffe ich mal, dass wir den bald herausfinden. Aber wie gesagt, das hängt sehr wahrscheinlich mit dem Alien-Baby von letzter Woche zusammen. Was haltet ihr dazu, dass man diesen gratis Hängegleiter einfach so freischaltet? Was haltet ihr dazu, dass Bushranger einfach ein Grab hat und eventuell tot ist? Was haltet ihr zu den Map-Änderungen, Freunde? Würde mich sehr interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao.